Willkommen zum nächsten Teil, zum Thema Wellenlehre, Wellenlehre 4. Ich möchte hier die Überlagerung von Wellen etwas genauer Ihnen besprechen. Und zwar reden wir jetzt von der Überlagerung von jeweils zwei identischen harmonischen Wellen. Also wichtig ist, sie sind identisch, sie sind harmonisch, also sinus- oder kosinusförmig, und sie überlagern sich, also überlagern sich nur zwei. Wir können grundsätzlich sagen, Wellen, die können sich ja durchdringen und dabei ihre Elongation addieren. Aber nach dem Durchdringen sind die Wellen wieder frei, beweglich. Sie prallen also quasi nicht aneinander ab, wie vielleicht Billardkugeln oder so. Dieses Durchdringen der Wellen ist etwas ganz Spezielles bei Wellenbewegungen. Die stören sich gegenseitig nicht, solange man im linearen Bereich der Auslenkungen bleibt, wie man sagt. Können wir uns so eine harmonische Welle also mal vorstellen. Und ich deute das mal so an, dass wir da also diese Welle haben und mit dem Pfeil, dass das nach rechts geht. Und eine erste Situation, die wir anschauen wollen, ist die, dass sich zwei identische harmonische Wellen in der gleichen Richtung überlagern. Also beide laufen in der gleichen Richtung. Die zweite wird dann sein, dass sich Wellen kreuzen. Und die dritte Situation wird dann sein, dass sich Wellen entgegenlaufen. Wenn die beiden Wellen in der gleichen Richtung laufen, können wir sie im Prinzip auf diese Art danach schreiben, wie wir das im letzten Video gesehen haben. Ich will es aber jetzt mehr qualitativ machen. Wenn sich nämlich Wellen in der gleichen Richtung überlagern und die sollen beide identisch sein, also gleiche Wellenlänge, gleiche Amplitude haben, dann kann gar nicht so wahnsinnig viel passieren, außer dass vielleicht der Phasenfaktor, den die beiden Wellen haben, also die örtliche Verschiebung, dass der nicht identisch sein kann. Könnte. Also eine Welle ist ja durch die Amplitude und die Frequenz und die Geschwindigkeit beschrieben, aber die Phasenlage der Welle, die ist noch offen. Was jetzt durchaus möglich ist, ist, dass die Wellen sich gerade in der gleichen Phase befinden. Dann gibt es eben eine Verstärkung dieser Wellenbewegung, dann entsteht als Summe der beiden Wellen das hier. Kann aber auch sein, dass die Wellen sich gerade um Lambda halbe unterscheiden. Dann entsteht sowas. Sie laufen in der gleichen Richtung, das heißt, es bleibt dann so und dann entsteht als Resultat 0. Die positiven und die negativen Auslenkungen kompensieren sich immer gerade. Das sind die beiden Extremsituationen. Und wenn Sie jetzt da Zwischensituationen haben, wo die beiden Wellen sich nur ein bisschen verschieben, dann gibt es eben alle Zwischensituationen dieser roten bzw. dieser roten Kurve. Interessant ist das Beispiel, weil es sehr viele Anwendungen dazu gibt. Also, dass sich solche Wellen verstärken oder abschwächen, hat man zum Beispiel beim berühmten Michelson-Interferometer. Ich will kurz zeigen, was man damit macht. Die Kunst ist die, dass man überhaupt mal zwei solche Wellen konstruiert, die sich gegenseitig dann überlagern. Wie macht man das? Und am besten startet man da mit einer Welle und teilt die auf in zwei unterschiedliche Teilwellen. Das kann man zum Beispiel so machen, dass man die Welle nimmt und die nachher auf einen Spiegel schickt, der aber halbdurchlässig ist. Also die Hälfte durchlässt und die andere Hälfte reflektiert. Solche Spiegel kann man kaufen, das ist nicht eine große Sache. Das heißt, von dieser Welle wird dann nachher, ich mache es mal farbig, ein Teil reflektiert und ein Teil durchgelassen. Natürlich sind die Amplituden dann kleiner, weil die Amplitude hier, die teilt sich dann auf die beiden Teilamplituden. Wenn man jetzt hier zwei Spiegel hat, die normal reflektieren, vollständig reflektieren, dann kommt diese Welle hier wieder zurück und geht dann hier bei diesem halbdurchlässigen Spiegel teilweise dann nach oben weiter. Teilweise wird sie auch wieder reflektiert, das interessiert uns nicht mehr, das ist verloren. Und hier genau das gleiche, diese Teilwelle, die grüne Teilwelle, die wird dann hier auch reflektiert und auch teilweise durchgelassen und teilweise dann hier auch nach oben gehen. Wenn jetzt diese beiden Abschnitte genau identisch sind, gleich lang sind und so weiter, gleiches Medium haben, dann sind die beiden Wellen, die da oben weiterlaufen, in Phase. Das heißt, wir haben so eine Situation. Wenn aber die Strecken hier unterschiedlich sind, das kann man ja vielleicht machen, indem man die Spiegelposition verändert. Da kann es passieren, dass die beiden Wellen gerade in der Situation stehen, das heißt sich auslöschen. Und wenn man dann weiter das verschiebt, gibt es wieder eine Verstärkung.
Das heißt, hier oben beim Empfänger quasi ist dann möglich, dass es so aussieht oder alle Zwischensituationen. Man kann damit dann zum Beispiel von einer Welle durch Bewegung des Spiegels die Wellenlänge bestimmen, weil immer dann, wenn ich den Spiegel um eine halbe Wellenlänge verschoben habe, ist dann insgesamt, wenn wir da die Wegstrecke ja zweimal durchlaufen, die Welle um Lambda verschoben worden gegenüber der orangen Welle und da gibt es wieder das Gleiche wie vorher. Ich kann auf diese Art die Wellenlänge bestimmen oder ich kann auch Bewegungen des Spiegels auf diese Art nachweisen. Ich kann schauen, ob sich der Spiegel bewegt oder nicht, weil wenn er sich bewegt, gibt es hier eine Änderung des Signals. Sehr bekannt ist das Beispiel beim Infrarotspektrometer, Fourier-Transform-Infrarotspektrometer in der Chemie, chemischen Analytik, aber auch wurde so ein Experiment verwendet, um zum Beispiel nachzuweisen, dass es den Äther als Fortpflanzungsmedium der elektromagnetischen Wellen nicht braucht. Das ist ein Interferometer, ein Michelson-Interferometer. Ganz ähnliche Situationen haben wir zum Beispiel, wenn Sie eine Glasoberfläche haben und Sie haben Licht, das auf die Glasoberfläche kommt, wird ein Teil vom Licht ja an der ersten Oberfläche reflektiert, ein Teil geht durch und wird dann hier reflektiert. Und die beiden reflektierten Wellen, die können sich dann auch genau wie hier verstärken oder abschwächen und damit je nach Wellenlänge halt, je nach Farbe halt danach farbige Reflexe erzeugen. Das wird zum Beispiel bei Wasser, bei Seifenblasen so gemacht. Also Seifenblasen sind ja dünne Flüssigkeitsschichten und dies das farbige Schillern der Seifenblasen kommt zustande durch dieses zweifache Reflektieren mit einer leichten Phasenverschiebung. Oder auch die Öllachen auf dem Wasser haben diese Ursache. Das Licht wird einmal an der Öloberfläche und einmal an der Wasseröloberfläche hier reflektiert und die farbigen Zonen entstehen durch Verstärkung oder Abschwächung der entsprechenden Wellenlänge, wo dann die Dicke des Öls und die Wellenlänge sich gerade verstärken, also im gemeinsamen Effekt dann verstärken. Das wäre die erste Situation, also Wellen, die sich in der gleichen Richtung überlagern. Dann schauen wir mal Wellen an, die sich kreuzen. Da kann man, also man kann das so zeichnen. Das ist dann meistens eine Ebene, eine Welle, die sich auf einer Ebene ausbreitet. Die Welle selbst ist ja auch eine ebene Welle, aber das Ganze ist zweidimensional. Und schon wenn man das nur mit Strichen so skizziert, dann sieht man, dass mit diesen Strichen dann so Kreuzungspunkte entstehen. Da und da und da, die so schön regelmäßig sind. Jetzt muss man sich überlegen, was bedeuten diese Striche. Ein bisschen schöner zeigen. Ein Strich ist immer eine obere Auslenkung der Welle. So. Das ist immer dann, wenn eine Kreuzungsstelle ist, treffen sich zwei Wellenberge und es gibt eine Verstärkung. Zwischen den Strichen ist das Wellental. Da gibt es eine Verstärkung nach unten. Also hier haben wir eine Verstärkung nach unten. Wir sehen, es gibt in dieser Richtung eine starke Wellenbewegung, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und an den Stellen hier, wo ein Wellenberg und ein Wellental sich treffen, da ist nichts los. Das heißt, dazwischen habe ich also Null. Und da auch. Es gibt ein Muster der Maxima dieser Wellenberge. Man kann mit der Richtung und der Wellenlänge dieser beiden Wellenfelder kann man sehr schön zeigen, wie diese Muster aussehen. Jetzt sehr bekannt ist eigentlich die Situation, wenn sich Kreiswellen überlagern. Da habe ich jede Menge Experimente und auch Simulationen schon gemacht. Das zeige ich jetzt nicht im Detail, sondern ich will nur mal den Effekt zeigen. Wenn ich zwei Kreiswellen produzieren will, dann kann ich zum Beispiel mit dem Finger hier ins Wasser reintippen, so hoch und runter gehen. Und dann werden die beiden Kreiswellen sich ausbreiten, werden in der Amplitude auch zurückgehen, weil sich ja die Energie dann auf eine immer größere Oberfläche verteilt. Aber wichtig ist, dass diese Wellen Maxima sich dann auch hier jeweils treffen, so schön symmetrisch zur Quelle. Also die beiden Quellen hier, die sind ja einander gegenüberliegend, senden identische harmonische Wellen aus. Das heißt, wir haben eine Spiegelsymmetrie und entlang dieser Spiegelsymmetrie gibt es sicher eine Zone, wo sich die Wellen dann auch verstärken. Und diese Verstärkungszone nennt man die Interferenz nullter Ordnung. Also da ist immer eine
Symmetrie da, die dann in der Mitte eine Verstärkung liefert. Es gibt aber auch Stellen wie diese hier, wo von der Seite her die Welle weniger weit gelaufen ist als da, aber trotzdem habe ich wieder eine Verstärkung. Da ist also der Unterschied der beiden Strecken, die da gemacht wurden von den beiden Quellen aus, gerade der Unterschied ist gerade Lambda. Hier habe ich zum Beispiel 3 Lambda, hier 2 Lambda oder so. Und diese Zonen hier, die verstärken sich auch und geben nachher die Interferenz erster Ordnung. Genauso auch da unten. Das ist ja, wie gesagt, spiegelsymmetrisch. Man kann weitergehen und die Zonen zweiter Ordnung, also die Interferenzordnung in zweiter Ordnung anschauen. Und wenn man da ein bisschen Geometrie anwendet, das habe ich an anderer Stelle schon gemacht, dann kann man zeigen, dass die Winkel zwischen diesen Ordnungen und der nullten Ordnung relativ einfach berechnet werden können, wenn man die Wellenlänge kennt. Beide haben ja die gleiche Wellenlänge hier. Und den Abstand der beiden Quellen kennt, den nennt man meistens B. Und wenn man das den Winkel Alpha 1 nennt, das entsprechend den Winkel Alpha 2 nennt, dann kann man mit so Dreiecken, die man hier konstruiert, zeigen, dass der Sinus von Alpha der Itenordnung oder der Entenordnung, sagen wir mal, gerade n mal Lambda durch B ist. Das ist die berühmte Formel für den Doppelspalt, wie man auch sagt, oder eben diese zwei Punktquellen. N ist die Ordnung, das kann auch 0 sein, das ist die nullte Ordnung, aber 1, 2, 3, das gibt dann also an, wie die Winkel aussehen. Und damit diese Formel überhaupt erfüllbar ist, muss hier der Sinus kleiner wie 1 sein. Also das muss eine Zahl sein, die kleiner als 1 ist. Und da sehen wir, dass Lambda und B, also die Wellenlänge und der Abstand der beiden Quellen, zusammen mit dem n also eine Zahl geben müssen, die kleiner als 1 ist. Also wenn Lambda durch b zum Beispiel ein Drittel ist, dann kann das n höchstens 3 sein. Dann habe ich 3 mal ein Drittel, das gibt dann gerade 1. 2 mal ein Drittel ist kleiner als 1, ist okay, aber 4 wird zum Beispiel nicht funktionieren. Das heißt, die Anzahl Ordnungen, die man dann sieht, hängt davon ab, wie das Verhältnis Lambda und b ist. Weiter sehen wir aber auch, dass das Lambda eben eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gemisch habe von Wellen, nicht nur eine Wellensorte, dann wird das Gemisch danach aufgetrennt, je nach Lambda. Wenn ich mal die erste Ordnung anschaue, habe ich für die kleinen Lambda einen kleineren Winkel und für die größeren Lambda einen größeren Winkel. Und das wird beim Licht verwendet. Kleines Lambda heißt ja blau, großes Lambda heißt rot. Ich sehe dann hier ein Spektrum des Lichtes in der ersten Ordnung, auch in der zweiten Ordnung und da unten genau das gleiche. Also kann man zu einer Einrichtung Licht oder Spektren allgemein von Wellen aufnehmen. Soviel zur Überlagerung mit sich kreuzenden harmonischen Wellen. Und das dritte, wie gesagt, im Skript habe ich das viel ausführlicher gezeigt. Ich will das jetzt nur relativ knapp machen. Im dritten Beispiel, da habe ich zwei Wellen, die sich entgegenlaufen. Identische harmonische Wellen, identische ebene harmonische Wellen, die sich entgegenlaufen. Und da, wenn man das ein bisschen sich da überlegt, was da passiert, dann gibt es ja einmal diese Möglichkeit, dass die beiden Wellen gerade zufällig in der gleichen Phasenlage sind. Aber die eine Welle bewegt sich danach nach rechts, das heißt ein bisschen später ist diese Nullstelle danach da. Und die andere Welle bewegt sich nach links, das heißt ihre Nullstelle ist dann da vielleicht, sodass dann diese Wellen beim Laufen ein bisschen später dann vielleicht so aussehen. Irgendwie so. Sich das dann gerade zu Null ergeben und später sind sie dann wieder voll in Phase. Das heißt, es gibt so ein Schwabbeln der Welle an Ort und wenn man da die Nullstellen anschaut, dann sind diese Nullstellen stationär, die bleiben immer stehen. Und dazwischen schwappt eben dann diese Welle hoch und runter. Das nennt man deshalb eine stehende Welle, weil diese Nullstellen, diese Knoten, wie man auch sagt, sich nicht bewegen. Bei normalen Wellen ist es ja so, dass die Nullstelle sich bewegt. Solche Situationen, kann man sich wieder überlegen, wie macht man sowas überhaupt? Das kann man tun, indem man eine Welle an eine Reflexionsstelle schickt, wo sie dann reflektiert wird.
Das ist die gleiche Welle, die nach rechts läuft, läuft dann auch nach links. Da, und dann haben wir also insgesamt eine Situation, dass dann auch hier so Nullstellen entstehen, wo die Welle sich dann eben nicht bewegt und dazwischen schwappelt die Welle eben hoch und runter. Also immer wenn wir Wellenreflexionen haben, oder oft ist es so, dass sich dann auch stehende Wellen bilden. Auch zum Beispiel, wenn Sie einen Wassertrog haben, Wasserwellen anschauen, die reflektieren ja hier dauernd, dann stehen sehr oft dann auch so stehende Wellen. Man nennt dann solche Situationen, wo die Wellen sich reflektieren und zusammen dann so eine stehende Wellensituation bilden, nennt man auch einen Resonator. Es entstehen dann Wellen, die zu bestimmten Frequenzen gehören, eben Resonanz dann quasi zu stehenden Wellen sich aufschaukeln können. Wenn man zwei so Reflektionsstellen hat, dann hat man das zum Beispiel bei den Mikrowellenöfen. Dort ist das die Situation, dass im Inneren eine stehende Welle entsteht. Wir haben es aber auch bei Musikinstrumenten, wo die Saite eingespannt ist und danach hier eine stehende Welle bildet. Da kommen wir später noch dazu. Oder wir haben es beim Laser, wo zwei Spiegel hier die Lichtwelle dann zu einer stehenden Welle macht. Interessant ist, dass der Abstand dieser beiden Knoten jeweils Lambda halbe ist. Das heißt, es müssen nachher, wenn so Reflexionen stattfinden, dazwischen eine regelmäßige Knotenaufteilung stattfinden, damit die Welle überhaupt, eine stehende Welle, überleben kann. Gut, wir kommen darauf später nochmals zurück, wenn wir eben, wie gesagt, Instrumente anschauen. Die stehenden Wellen sind eine sehr wichtige Geschichte, auch im Zusammenhang mit den Wellen in der Quantenmechanik. Dort sind die stehenden Wellen von Elektronen zum Beispiel dann auch die stationären Zustände, also das, was dann auch die Orbitale ausmacht bei Atomen. Im nächsten Abschnitt kommen wir zur Akustik. Ich möchte dann ein bisschen etwas sagen über die Lautstärke etc. und dann, wie gesagt, Musikinstrumente.